Buongiorno, meine kleinen Makaronen, zu einem neuen Part von Variolent, der Treasure Tracker. Wir haben die letzten drei Welten vor uns, machen mit Kurs 26 weiter und wir sind immer noch klein. Oh, ich wollte gar nicht, dass sie anfängt zu kacken. Ich mache dir eine Freude. Du darfst mit einem Sperrhammel im Arsch sterben. Ist das nicht toll? Den verfütter ich einfach mal und da werden wir wieder groß. Sehr schön. Da wird das Große losgezogen. Ist das witzig. Nein, Schnauze! Blöd, Mann. Was? Warum habe ich jetzt... Hä? Habe ich hier was eingesammelt? Keine Ahnung. Hier war, glaube ich, das Schätzchen. Eine Bombe, die wir nicht anzünden können. Ach, wie schön. Voll scheiße. Geh mal sterben, Junge. Bist mir im Weg? Genau, hier sind wir. So, mal gucken. Komm jetzt, Rotz, weiter. Da muss ich nämlich rein, den Schlüssel abgrabbeln. Ich mag immer noch die Musik hier. Und bam! Dieses Geräusch finde ich auch ganz, ganz toll. Ich weiß gar nicht warum. Und wenn wir unter Wasser Feuer spucken wie so ein Irrer, das ist auch voll toll. Ich glaube, hier bin ich auch vor in den aktuellen Folgen, glaube ich, reingegangen, einfach nur um alles zu zeigen. Hätte ich mir auch sparen können. Habe ich ja ein paar Folgen später auch nicht gemacht. Habe ich irgendwas auch nicht mehr gezeigt, was ich hier machen wollte. Ich habe keinen Plan, was ich hier laber. Jedenfalls haben wir es gleich geschafft. Ah, noch einmal das Hören, das ist so toll. Freue ich mich. So. Hallo. Nimm den Schlüssel an dich. Kann ich eigentlich mit Feuer das Ding aufmachen? Tatsächlich. Wir kriegen Sinbads Dolch. Bah, voll in den Rücken. So. Das hatten wir im Sack. Dann können wir jetzt auch wieder das Level hier beenden, verlassen, besser gesagt. Indem wir standardgemäß durch den Eingang des Levels wieder uns verpissen. Ich weiß gar nicht, warum das hier überhaupt möglich ist, mit den Eingang vielleicht wirklich um die Schatzsuche zu verschnellern. Ich habe keine Ahnung. Wenn ja, ist es wirklich ein sehr feiner Zug von den Entwicklern. Muss man einfach sagen. Bam, 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 bam. Nein, jetzt habe ich eine Münze zu viel. Mein Wegzoll. Dass es sich immer so anhört, als wenn man das ins Wasser schmeißt. Das ist ein bisschen ulkig. Bäh! Und die eine Münze nehme ich jetzt mit hier raus, um sie zu behalten. So. Auf zum Schiff. Dort werden wir jetzt wieder zwei Schätze klauen. Piraten bestehlen ist ja so wirklich verboten. Schnauze, Kroko. Das muss einfach sein. Na, hast du wieder eine Uhr gefressen? Captain Hook. Mit seinem fetten Cook. Was? Habe ich nicht gesagt. Ich doch nicht. Ich bin unschuldig. Also muss ich noch den scheiß Schlüssel finden, damit wir hier hinkommen. So. Das Gute ist, hier können wir auch wieder durch den Eingang raus. So, aber den hier. Den. Patz, patz. Und abwärts. Voll abgemurkst. Hier bin ich falsch. Hier bin ich falsch. Verpiss dich, Junge. Da, voll in seinen fetten Stachel reingeflogen. Aber das macht uns überhaupt nichts aus. Denn er war ja bewusstlos. Er war ein bisschen derpy. Was? Ein verspäteter Tod ist besser als gar kein Tod. Würde ich einfach mal behaupten. Schnauze, Ente. Ente, 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 Ente. Ach, guck mal, Parkuhr.
Brrrm. Was für eine Wache. Wo ist denn der Schlüssel? So, stirb. Einen lausigen und erbärmlichen Tod. Bam! Lass mich verarschen, wo ist der Schlüssel, verdammt nochmal? Bin ich schon zu weit? Ich glaube nicht. Das würde doch zu weit gehen. Hm. Guck weg, ey. Du kratz ab. Ah, hier ist er doch. Es geht doch, es geht doch. Yay! Und sogar noch ein Level Up. Was wir auch auf jeden Fall brauchen, sonst schaffen wir das Let's Play nicht. Den ganzen Scheißweg zurück, ey. Boah, ist das kacke. Mann, ich will nicht den ganzen Weg laufen. So. Das Gute ist, das können wir abkürzen. Denn wir sind gewieft. Wir sind voll die kleinen Schummler. Wario auf Speed. Und da haben wir ein Beil? Ein Hackebeil? Soll das ein Beil sein? Sieht aus wie ein Beil. Es ist ein Beil. Früher habe ich mal gesagt, es ist ein Gummistiefel, aber es ist ein komischer Gummistiefel. Es ist ein Beil. Erst ein Dolch, jetzt ein Beil, also jetzt kommt eine Motorsäge. Und dann noch nukleare Sprengkörper, wenn wir schon bei Waffen sind. Hätte ich Bock auf Waffeln? Weil ich Waffen gesagt habe, hätte ich Bock auf Waffeln. Und damit meine ich, dass ich Bock auf Waffelteig habe. Ah, oh, lecker Waffelteig. Mm, oh, cremig und total ungesund. Mm, aber lecker. Tschüss, ich hasse euer Schiff. So. Auf in die nächste Dreckskajütenbruchbude. Ich liebe diese Musik. Verpiss dich. Erfolgreich umgelümmelt. Da war ich so extra mal ein bisschen ruhig für. Halt, da ist nichts außer ein Helm für mich. Ich erinnere mich, ich muss sowieso aufs Deck kommen, damit wir... damit wir diesen scheiß Schatz kriegen. Hier für deine Krankenhaus, hier Kosten. Nein! Ich wollte das nicht haben. Ich wollte es doch nicht. Ah! Ah! Hast gesehen, wie er fliegt? Oh. Nein! Missgeburt. Oh! Oh. Weh. Ach, guck mal, er hat nichts mehr. Er ist total schutzlos. Oh, da hat mich jemand in der Hand. Oh, da hat mich jemand getötet. So. Hallo. Mann. Ah, Depp. Hast du gesehen, wir hatten gerade noch den Fliegerhelm auf. Finde ich ganz toll. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo wir den Schlüssel nochmal herkriegen. Was für ein Penner, ey. Ja, da haben wir den Schlüssel. Ich wusste es natürlich. So, sie noch wissen, wo nochmal der Schatz zu finden war. Das habe ich nämlich auch wieder vergessen. Ich meine, der war doch irgendwo hier hinten, oder? Warte mal. Muss ich jetzt nicht einen runter? War es nicht so? Nö. Wo war nochmal eine Tür? Da unten ist eine Tür. Ich will nach unten. Lass mich nach unten. Ich will nach unten, lass mich nach unten. Ah, nicht nur eine Tür, sogar der Schatz des Holländers. Sehr schön. Da haben wir das auch im Sack. Und kriegen einen Football dafür. Sehr toll. Ah, wie schön. Ein Football.
Da freut er sich, dass er jetzt langsam aber sicher mal an Reichtümer kommt, um sich seinen Traum von einem Schloss zu finanzieren. Und ich habe keine Ahnung, was wir kriegen, wenn wir erstmal... Kann ich eigentlich wieder zurückgehen? Wenn wir erstmal... Warte mal. Ich muss nicht zurück, ich gehe einfach nach oben. Und beende dann das Ganze und schmeiße aber noch mein ganzes hart verdientes Geld weg. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Und nicht lügen? Oder doch lügen? Ich weiß nicht. Genau, jetzt freut er sich, dass er endlich an Geld kommt, damit er sich ein Schloss kaufen kann. Weil er hat die ganze Zeit sein Geld verloren. Er hat nämlich Löcher in den Taschen, muss man wissen. Und ja, und so verliert man ganz schnell Geld. Ich habe 0 Münzen. Wow, Juwelen! Yeah, bis auf Schätze immer noch nichts drin. Toll! So, dann gehen wir mal in den Wald. In den dichten Wald. Ah, ich war schon auf dem Level. Hier wissen wir schon, wo wir den Schatz kriegen. Das haben wir schon im normalen Walkthrough gesehen. Aber ich habe nicht gezeigt, wie das Levelchen hier aussieht, wenn man das Wasser rausgelassen hat. Stimmt. Das haben wir noch nicht gesehen. So, die Münze kennen wir ja. Hier unten hat sich jetzt ein bisschen was aufgetan. Oh, hat da wieder sein Kügelchen verloren, der kleine Doofi. Ah, sieh mal an. Und da haben wir jetzt auch den Schlutzel. Hier, halt mal kurz. So, da kriegen wir nochmal den Jackpot. Mann! Drecksbastard! Du dreckiger Bastard! Das ist ja nicht hier, halt mal. So ein Arsch, ey. Ein richtiger dreckiger Penner mit Ohren. Okay, hier können wir einfach nur Münzen kriegen. Das habe ich auch nötig, Münzen. Wir brauchen schon Münzen, wenn er Schätze hat. Mann, jetzt! Danke fürs Halten. Hallo? Danke fürs Halten. So, jetzt gehen wir wieder abwärts. Hier kann ich wieder runterhüppeln. So, hinterrücks in den Rücken fallen. Und jetzt sind wir wieder groß, das können wir angreifen und wieder in irgendwas reinrennen, damit wir wieder Schaden kassieren, weil wir so unglaubliche Profis sind. Was für ein Sackgesicht, ey. Nein! Mit welchen Tricks man hier kämpfen muss, arbeiten muss, damit es schnell geht, das ist ja schon traurig. Ich will noch von dem Mist. Weißt du was, jetzt kletter ich da hoch. Es geht viel schneller. Ich dachte, er kriegt mich jetzt wieder. Ja! Ich mache euch alle fertig. Scheiße. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Ich bin Super Mario. Wie komme ich da noch rein? Ich weiß es natürlich nicht. Ach Mann, was soll ich denn tun? Ich bin so hoffnungslos aufgeschmissen. Ich hätte da durchgekonnt. Da auf der anderen Seite. Leck mich doch. Guck mal, wir haben den Boss, den Boss aus dem Stoff Canyon als Schatz gefunden. Das ist nicht toll. Hackfresse. Es fehlen nur noch Schatz M, N und O. Ist das nicht toll? Ah, okay. Ich hätte da runtergekonnt und wäre dann hier wieder rausgekommen. Alles klar. Gut zu wissen. Ach, leck mich. So. Ich könnte auch wieder zurückgehen, damit ich hier nicht... Ah. Wie Müll, aber immer. Ist das toll? Ich bin arm! Da habe oben einen kleinen Grafikfehler. Juhu! Ist ja gut, ich höre auf. Kurs 34. Wir sind nicht mehr weit entfernt. Sprach Bernd.
Warte mal, war da jetzt ein Pott drin? Ah, war ein Herz drin, okay. Sachen, die die Welt nicht braucht. Leck mich doch am Arsch. Geh mir nicht auf den Pinsel, du dumme Wolke. Verpiss dich. Die Wolke brauche ich schon lange nicht mehr, um Geld zu organisieren. Ja, mal hier durchblubbeln. Durch den Ahornsirup. Toll, ein Herzchen. Dafür werde ich auch ohne Cheats wieder groß. Das ist toll. Voll die Kopfmuschel heben. Hallo, ich will doch nur das kackende Huhn erledigen. So. Jetzt möchte ich groß sein. Danke. Und aus Anstand bezahle ich erstmal wieder die Parkuhr. So, bitteschön. Ich hoffe, du weißt, weise damit umzugehen. So. Ja, dreh mal ruhig deinen Runden, du Idiot. Du Volldepp. Jetzt bin ich den falschen Baum hoch. Also den falschen Ast hoch. Den falschen Astrich. Was ist hier? War jetzt hier der... Ja, hier war der. Okay. Dann muss ich jetzt links rüberflattern und den Schlüssel abkrabbeln. Lass mich hier mal runter. So. Oh, wie unglaublich schwer das jetzt war. Wahnsinn. Jetzt habe ich wieder noch 5 Münzen zu viel. Ich will nicht cheaten. Uah, fräs und stirb. Guck mal, weit oben auf dem Baumwipfel haben wir einen Baseballhandschuh. Kann man eigentlich da rüber springen? Weiß ich gar nicht. Probiere ich gleich mal aus und wenn ich sterben sollte, habe ich Pech. Schatz Nummer M. Nummer vor allem. Schatz M ist unser. Hallo? Ich glaube, es geht nicht. Nein, es geht nicht. Schade. Wäre cool. So, aus der Schatzkammer in den Tod springen, das wäre schon irgendwie stylisch. Oder einfach in ein verborgenes Level, wo man dann auf einmal unendlich viel Scheiße bauen kann. So, warte mal. Jetzt reduzieren wir mal wieder unser Konto. Stand unser Portemonnaie, werden wir erstmal wieder auf Mager, auf Bodemi stellen. Oh, ich wollte 10 Münzen mit ins Ziel nehmen. Ach, Menno. Yeah, Bro, alles klar. So, den Wald haben wir durch. Und hinein geht's ins letzte Areal. Und hier war natürlich der Schlüssel, wo wir ins Nichts laufen müssen. Habe ich mich vorhin vertan. Vor ein paar Minuten. Mobbing! Eindeutig Mobbing! Das Spiel mobbt mich. Das war eindeutig Mobbing. Alter, ich hab mich voll erschrocken. Wer rechnet denn noch damit, dass hier die Kugel runterkommt? Oh, ich muss dich leider wegschmeißen, sonst schaffe ich es nicht. Tut mir leid, mein kleiner Freund. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Schlüssel. So ist ein richtiger Stampfer, du Mongo. Ah, da kommt die nächste Kugel. Die nächste Freudenkugel kommt da runter. Aus Prinzip. Habe ich früher nie gemacht, ich habe einiges nachzuholen. So oft kann ich gar nicht spielen, so viel wie ich nachzuholen habe. Ah, es hat geklappt. Toll, jetzt kriegen wir den hier. Den wollte ich auch haben. Wahnsinn. Danke, Spiel. Ah, lass mich in Ruhe. Ah, verpiss dich. Scheiß auf das Kleingeld. Das braucht kein Schwein. Immer dieses Kleingeld. So. Hier machen wir eins übergebraten. Oh, es tut mir aber leid. Oh, warte, ich wollte dich eigentlich mitnehmen.
Ah, okay. Hier war der Schlüssel. Alles klar. Total billig, als wenn man dumm wäre. Behandeln einen, als wenn man dumm wäre. Das ist ja echt gemein. Rein in die gute Stube. Und Moby Fick haben wir als Schatz bekommen. Als kleine Porzellanskulptur. Yeah! Weißt du was? Ich nehme jetzt die Zeit und hole noch den letzten Schatz einfach, damit wir im nächsten Part einfach die ganzen Endings zeigen können. Und nichts mehr mit Schatzsuche am Hut haben. Ja. Zurückgehen wäre jetzt Schwachsinn. Schnauze. Oh. So, dasselbe Spiel wie vorhin auch. Wir machen wieder zack, 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 zack. Schmeißen rein, spucken Feuer und erfreuen uns unserer Reichtümer und Schätze. Wohl eher Schätze, weil Reichtümer haben wir nicht. Yay! Jetzt gehen wir noch schnell hier rein. So, dann müssen wir trickreich sein, wollte ich sagen, und dann sterben. Da furzt er und fliegt wieder weg. Die alte Sau. Tue nichts. Ich tue da auch nichts. Da bist du übrigens selbst dran schuld. Möchte nur mal festhalten. Was? Wah, du mal Mistvogel. Kopfnuss. Es ist so schön, klein zu sein. Es gibt nicht Schöneres. Wie gut, dass ich also deinen Part quetsche. Bah. So. Jetzt sind wir erstmal wieder groß. Wir sind erwachsen geworden. Wir haben uns imaginäre Knoblauch reingezwiebelt. Und der Gedanke daran hat uns schon groß werden lassen. Ah, und guck mal. Hätte ich auch nur gefunden, ich blöd, Mann. Ist auch egal. Noch ein Level Up. Sehr schön. So gefällt mir das. Warte mal kurz. Es dauert nicht mehr lange. Dann brauchen wir, glaube ich, den hier. Hier war, glaube ich, ja nur die Parkuhr, ne? Ja, Parkuhr wird bezahlt. Wie eh und je. Das ist ja selbstverständlich. Oh. Du armer Kerl. Das tut mir jetzt aber leid. Das war gar nicht geplant, dass ich dich da reinschmeiße. Als wärst du nur Abfall. Na los, triff mich. So müsste ich mich sonst zum Drachen machen, dann klein, dann groß und dann Stier. So muss ich das nur zweimal machen. So spare ich auch ein bisschen Zeit. Da habe ich mich jetzt selbst verarscht mit dem Helm. Künstlerpech. Passiert jedem mal. So, ohne Sheet habe ich hier oft versehentlich was Falsches als Kopfbedeckung gehabt und konnte hier nicht mal weiter. Und jetzt nicht gerade mit dem Drachen hätte ich das hier wegbrennen können. Nein! Scheiße, ich bin so doof. Einzig kommt spät, aber sie kommt immerhin. Oh! Habe ich doch glatt durch die Wand geglitscht. Ah ja, genau, hier sind wir. Okay. Das Geld! So. Oh, es tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen. Oh, mein Fehler. Hm, Knoblauch. Ich glaube, wir müssen oben rechts hin, um das nächste zu kriegen. Also. Ich bin Drache! Mir brennt gleich eine Sicherung durch. Oh. Ja, mir brennt eine Sicherung durch.
war anders gedacht, lief anders, als ich es eigentlich vorhatte. Ich wollte eigentlich Feuer spucken und keine Münzen. Ah, ich habe die Kante nicht mal gekriegt. Ah, verdammt. Und der letzte Schatz ist ein Diamantring. Der macht bling bling. Die Kasse macht Ching. Meine Boy für Arme. Way. Oh mein Gott, schnell hier ins Ziel, damit ich ja nicht rauskomme aus diesem scheiß Schuppen. Habe ich hier noch die Ente? Die Ente ist noch, okay. Ente, 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 Ente. Oh. Ja, ich habe sie geköpft. Mein Fehler. Komm. Yay, es hat geklappt und jetzt gehen wir noch eine Runde und ja. Jetzt werden wir erstmal hier die Enten für den Boomerang-Move hier verbrennen. Auch wenn ich es so wollte, aber es tut nichts zur Sache. Sie haben mich angegriffen und das kann ich nicht durchgehen lassen. Ich hasse diesen Bereich in diesem Spiel. Also in diesem Schloss hier vor allem. Komm hoch! Komm hoch oder kriegst keinen hoch? Oh! Alter! Hey, aber wir haben einen Schatz, wir können auch einfach sterben! Hey, gut, dass ich beim letzten Schatz merke, dass ich auch einfach sterben darf! Um es zu schaffen, verdammt! Aber würde ich mal sagen, das war's für heute, für diesen Part. Ein bisschen Überlänge, aber naja, was soll's. Im nächsten Part werden wir dann also, im letzten Part vor allem, werden wir den Genie noch einmal plätten. Den Weg bis dahin werde ich einfach rausschneiden. Und dann sehen wir uns die ganzen Endings an, die ich wahrscheinlich aus dem Internet runterziehen muss. Oder ich blende einfach ein Bild von dem Ending an, mit dem Teil, was man kriegt. Und sag ein paar Sachen dazu. Mal gucken, wie ich es mache. Auf jeden Fall war es das für heute. Arrivederci, meine kleinen Makaronis. Wir sehen uns im nächsten Part. Allererst im letzten Part wieder. Tschüss.